So. Oh, noch einer. Oh, nee. Nee, wir haben alle. Geil. Ja. Sehr gut. Wir können endlich sehr da, geil, wo wir eigentlich hin müssen. Wahnsinn. Ich glaube, da ist gerade so ein Vieh ausgebrochen. Ja, wunderbar. Und ich glaube, dass hier gerade noch so eine Kiste... Ja, genau, hier ist noch so eine Kiste mit... Warte. Oh, mit Punkten und ein paar Blendgranaten. Aua. Wenn du... wenn du was ist denn das? Weg damit. So, ich hab's. Ich hab's. Wo ist es hin? Ich hab's nicht. Ich seh nix. So, komm, ich hau ihn einfach mal. Jawoll. Okay. Jawoll. Ah, ja, da bist du. Okay. Ich hab keine... Weg damit. Okay. Oh, Vorsicht, ja, okay, hier. Okay. Hier ist noch ein Sniper irgendwo am Start. Und ein Flittermann. Ja, sehr gut. So. Okay. Okay, gut. Wo lang? Wieder zurück. Okay. Gott, ernsthaft? Huch, hier sind Menschen. Hier sind Menschen. Ah, Menschen. Weg damit. Ja, ich heiße die Zuschauer einfach nochmal willkommen, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich an der Stelle einen Cut gemacht habe. Hallo? Hallo! Ja, weil es fliegender Wechsel, ihr merkt das ja schon, hier hat man keine Ruhe. Nee, ich keine Muni. Weg damit. Ich sehe auch vor allem nichts, ne? Snipern ist hier so sinnlos, wenn man ja, ne? Da kriegt man einen Sniper und dann sind ja so wunderschöne Sichtverhältnisse. Aber den Gegner macht das komischerweise überhaupt nicht so aus. Die treffen, ja. Ja, naja, die haben die ultra, super, duper, mega gehypte, AAA ausgerüstete, ja, weiß ich nicht, Nachtsichtkamera oder so. Sowas in der Art, genau. Wir haben hier richtige Spielmodi, also so richtige Spielextras gespendiert bekommen und wir halt nicht, ne? Wir müssen leider damit leben, dass wir kacke sind. Total, ja. Ich möchte jetzt die Brücke runterspringen. Geht schneller. Ja, es geht schneller, glaube ich, oder? Ist doch. Nee. Ach, guck mal, da unten ist die Gondel, da müssen wir hin. Also, naja, nicht Gondel, aber. Die Schienen halt, ne? Ja, ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber dieser Weg wird kein leichter sein. Yay. Einfach mal so eine kleine Gesangsminute hier noch mittendrin. Sehr schön. Einfach um unseren harten Weg nochmal irgendwie ein bisschen zu untermalen, ja, oder diesen so. Diesen eisigen Weg vor allem. Ja, diesen dunklen, kalten, etwas windigen Weg. Ich möchte jetzt hier runterrutschen. Ja, jetzt würden wir gerne rutschen, ne? Die ganze Zeit... Wurden wir gezogen? Was geht leider nicht, ne? Doch, ich rutsche. Ui. Wie ja denn? Ich hab's gerade versucht mit L1, weil da rutscht man ja so ein bisschen, aber er macht's nicht die ganze Zeit. Doch, jetzt! Yay! Mit L1. Also X. Wieso? Und L1. Also erst mit Rennen mit X und dann L1. Ui. Ah, cool! Yay! Yeah, das ist toll, ne? Yay! Aber irgendwie rutscht meine ziemlich langsam, so immer wenn man wieder ein bisschen hinten anschieben. Au! Oh, scheiß Felsen hier! Soll ich die auffangen? Geht, glaube ich, nicht. Ja, bitte, bitte, warte, 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 Dusch. Alle Latze abfälzen. Geht's hier? Nee, wir müssen jetzt wieder ganz dämlich drumherum. Ne? Ich stehe gerade blöd in der Landschaft, weil mein Controller ist leer. Moment, bitte. das können wir gleich ändern. Ja, ich habe schon vor zwei Parts die Meldung bekommen, ihr Controller ist bei leer. Und ich habe nicht drauf reagiert. Das ist meine Strafe. Ja, ja, ja. Strafe muss sein. Wo geht's denn? Ach so, da müssen wir jetzt wieder über die Brücke, die ich fast nicht sehen kann. Geht's hier überhaupt lang? Gott, ich weiß das nicht. Ne? Doch, ich glaube hier... Geht's hier lang? So, ich renn einfach mal im Kreis. Ja, ich ist egal. Ich renn im Kreis. Alles gut. Ja, ich bin genau einmal im Kreis gerannt. Ich bin super. Fühl mich richtig, richtig gut. Und bin nicht zu blöden... Kommen wir denn da jetzt so wieder hoch? Ich habe wieder Saft, ich kann mich wieder bewegen. Zum Glück war das gerade eine ruhige Stelle. Warte. Ich glaube, wir müssen hier hochklettern, damit wir da wieder hochkommen. Jetzt muss ich erstmal nachkommen hier. Also, dass wir da rüberkommen. Nee, nicht im Kreis laufen. Ich bin schon eben im Kreis gelaufen, hat nicht wirklich den Erfolg gebracht. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Warte, ich warte hier einfach mal auf dich. Ja, es sind noch 130 Meter. Ich meine, ja. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wo bist du denn? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich näher mich nur dem Ziel, aber ich weiß nicht, ob das... Wie bist du da rüber gekommen? Gesprungen. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss da hoch. Da hinten bist du? Bin hier. Hm? Ach, kommst du da doch nicht rüber? Ach ja, gut. Dann fühle ich mich nicht ganz so dabbig. Okay. Da kommen wir nämlich nicht rüber, weil wir da runter gesprungen sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier oben irgendwie... Ja. Was du denn? Nee, du bist da doch drüben. Wie bist du da rüber gekommen? Ich bin gesprungen an einer gewissen Stelle. Ich kann dir das gar nicht so genau Okay. Jetzt sehe ich jedenfalls nichts mehr und ist noch 80 Meter entfernt.
komme ich denn da hin? Hier komme ich halt nicht hoch, oh, ne? Ich sehe nichts. Willkommen im Club. Ach, hier hinten vielleicht bist du. Nee, hä? Doch, hier hinten könntest du gesprungen sein. Ich folge jetzt einfach mal deinen Fußspuren, die nicht mehr existent sind. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man mir folgt. Ich bin gerade selbst ein bisschen. Du bist doch da. Fast. Und ich nicht. Ja, ich bin weit davon entfernt, irgendwie fast da zu sein. Mal gucken. Nein, nein, wir müssen wahrscheinlich beide auch hinkommen. Ah, ja. Ah, tatsächlich. Okay, man konnte hier runterspringen. Alles klar. Okay, okay, okay. Dann, mit ein bisschen Verspätung komme ich dann auch. Kannst du so lange einen warmen Tee machen in der Hütte? Ich habe gerade einen Feind provoziert. Du solltest Tee machen, keine Feinde provozieren. Ja, ne? Aber ich mag Tee gar nicht so gern. Mach eine heiße Schokolade, nehme ich doch eher. Na, okay. Merke ich mir. Okay. Okay. So, ich renne schon. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kein Problem. Flattermann ist tot und ich habe das Tor erreicht. Schön. Sehr gut. Höre ihn auch schon schreien im Kopf. Im Kopf natürlich, weil du schreist noch nicht. Sherry, Sherry, mach schneller, komm, lauf, lauf, lauf. Ja, müssen wir auch mal machen, ob das so pervers klingt wie bei Leon und Dingens. Komm, müssen wir mal bringen hier, komm. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Ach, Jake, bis du soweit bist hier. Schlimm. Da bin ich schon längst da. Ja. Oh, jetzt kommt was Lustiges. Na, wenn du das sagst. Ich will nicht spoilern. Aber jetzt kommt was Lustiges. Angst. Das war scheiße. Ja. Der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, oh, warte! Schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chance. Wir haben unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Also seine Sprüche sind einmalig gut. Die haben was, ne? Ja. Ja, also es war eine schöne Szene. Die hat mir gefallen, aber jetzt hier erstmal verbarrikadieren, beziehungsweise... Ja, einmal richtig schön hart durchkämpfen, bitte. Das liebe ich eigentlich. Das ist so eins der wenigen Dinge, die ich seit Teil 4 liebe. Dieses im Häuser verbarrikadieren, verteidigen. Diese Momente finde ich immer wieder toll. In Teil 4 war das genial. Im 5. war es immer noch sehr gut. Im 6. ist es so lala, weil es ein bisschen viel sind. Und sofort eindringen. Naja.
Wobei das, ja genau, das war ja bei Lian und Helena, war es ja am Anfang genauso, ne? Die hatten sich ja auch in so einem Haus verbarrikadiert. Genau. War auch ziemlich cool. Vorsicht! Bam. Aber hier... Okay. Darf ich noch was fragen zu Resident Evil? Natürlich! musste man gegen den Vater kämpfen? Ja, das war der letzte Endboss teilweise in Teil 2. Ja. Den musste man besiegen, weil der, wie Sherry schon sagte, er ist ein bisschen mutiert und dementsprechend nicht mehr ganz bei Sinn. Okay. Uh-oh. So, ich glaube, das Haus können wir nicht halten. wir haben Besuch hoch. Du hast so viele. Schnell befreien. Sehr schön, okay. Das war ein guter Kick. Madame, das war ein ziemlich guter Kick. Gott, sind das viele. Ist es eigentlich sinnvoll, noch im Haus zu bleiben? Ich weiß ja gar nicht. Würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Ah, unser Ziel ist da hinten nämlich. Okay. Dann, so long, suckers. Oh, Lawine. Ich würde sagen... jetzt geht's los. Jetzt. Oh nein. Ich komme auf das Ding nicht rauf, ne? Ah, jetzt, okay. Alles klar. Jetzt beginnt eine Fail-Tour. Das sage ich euch jetzt schon, weil... Wie ich diesen Moment hasse. Ja, okay. Ich bin auch nicht gerade Fan davon, muss ich ehrlich gestehen. Vor allem, das ist hier ziemlich bescheid. Aua! Ich weiß nicht. Scheiß Ego das hier. Das warst du natürlich nicht. Vorsicht. Oh Gott, wie ich das überhaupt nicht leiden kann, Leute. Ja, ich auch nicht. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das in einem Durchzug. Okay. Ich hasse dich nicht. Ah, da kommt er wieder. Warum rechts, überhaupt, ne? Warum sind hier jetzt über... Ja, genau. Ich war voll ausgewichen. Ja, das war nur, weil du mich gerammt hast. Dann kam ich aus dem natürlich. Und dann kam die Lawine. Und jetzt geht's wieder los hier. Aber ich muss doch nur R1, oder? Ja, mehr geht nicht. Und du kannst auch manchmal bremsen, warum auch immer. Aber ja, aber warum soll ich hier bremsen? Ja. Wow, manchmal vielleicht für Kurven könnte es sogar wichtig sein, dass man die kriegt. Das Einzige, was ich hier ganz kritisch fand, war gerade eben diese Stelle. Ja, die ist echt fies. Da hatte ich... So, und jetzt hier ganz schnell zur Seite. Mhm. Sehr schön. Sieht alles gut aus. Ja, das sah richtig gut aus. Kontrollpunkt. Baum, aua. Ach, oh. Baum. Kontrollpunkt. Baum. Irgendwas von beiden. Beides in einem. Der Kontrollpunktpunktbaum. Ja, total. Ah, oh, was ist das? Von der Seite. Und ganz ehrlich, Leute, ich finde das, was hier gerade abgeht, ein bisschen unrealistisch. Aua. Hey, jeder ist jetzt einmal den Serientod gestorben, so den 0815-Tod. Ich hab halt jetzt den Baum mitgenommen, der hat mich so geslowdown. Es war der Kontrollpunktbaum, muss man dazu sagen. Man muss den anfahren, damit er aktiviert wird. Du kannst das so charmant dann wieder richtig springen, das ist wunderbar. So, diesmal bin ich am Kontrollbaum vorbeigefahren, das ist schon mal gut. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie oft kann man gegen den Baum fahren, bis man Matschepatsche ist? Weiß nicht, irgendwann ist eine Meteranzahl, also keine Ahnung, irgendwas... verfolgt uns ja und dann ist es halt vorbei, ne? Ja, vor allem an den Seiten sind jetzt auch die Dinger, kommen überall her. Oh, bist du gegen den Baum gefahren? Nein? Nee, alles sehr cool. Gut. Oh, wo muss ich jetzt hier nicht? Oh, die sind jetzt fies, finde ich, mit dem Eis hier so ein bisschen. Okay, was du sagst. Oh, Vorsicht, Gott. Wo soll ich denn hin? Jawohl, wir sind durch. Echt, okay, wenn du das sagst. Ja. Es könnte eventuell dann noch an der Seite so ein paar Komplikationen geben. Okay, was passiert? Da war ein Baum. Jetzt steht 2 zu 1. Aha, jetzt hast du den Baum. Das ist aber auch voll kacke, ne? Ja, es ist so ein Dreck, Irgendwie finde ich, manchmal kommt das Ding auch gar nicht richtig in Fahrt. So, bisse. Man darf keine Hindernisse mitnehmen, ansonsten hat man sofort so ein Slow. Ja, aber ich habe ja nicht mal ein Hindernis gerade eben mitgenommen. Okay. Ich war nur irgendwie gerade anscheinend scheiße. Also, okay. Ja. Ja, aber das ist... Was denn jetzt? Was ist passiert? Da war Schnee. Ah, da war Schnee, achso. Das ist selten hier in der Gegend. Ey, das muss man rausschneiden, das ist ja nicht... Nö, bei mir nicht. Also, da. Nee, okay, vielleicht schneiden wir es doch raus, jetzt habe ich wieder einen Baum mitgenommen. Aber manchmal, manchmal verstehe ich es, manchmal nicht. Also ich darf jetzt da nicht so nah an das böse Ding da kommen. Das war ich. Echt? Ja. Ah, ja, das war's. Okay. Jetzt steht 2 zu 3, alles klar, kein Problem. liebe Freunde, skippt einfach so 10 Minuten vor. Dann
erreicht ihr bestimmt das Ende des Parts. Ganz ehrlich, warum kommt von jeder Seite gerade eine Lawine? Warum stürzt alles ein? Warum gibt es Schluchten auf einmal? Es ist so übertrieben. Ja, das ist, vor allem, das finde ich echt. Es ist jetzt halt voll scheiße, ne? Wenn du jetzt irgendwie auf einer Seite fahren willst, um der anderen Seite auszuweichen, kommt auf der Seite, wo du fährst, dann die Lawine auch noch runter und sagt dann, fuck you, nichts mit ausweichen. Ja, und was macht das für einen Sinn? Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, das ist doch Schwachsinn, sowas. Nee, absolut nicht. Weil ich finde die Kameraperspektive hier auch so quakig, muss ich sagen. Ja. Und dieses, ich rütte hier überall einmal. Oh Gott, oh Gott. Ich bin direkt hinter dir, also ich hoffe. Ja, wir werden wahrscheinlich beide qualvoll sterben. Super. Kein Problem. NP. Aber die Meteranzahl wird immer geringer. Ich glaube, dann kommt auch der nächste Checkpoint. Das wäre zu wunderbar. Jawohl. Ah. Was? Hast du. Also, okay. Ich hab's nicht Zufall bekommen. Oh Gott, aber hey, Kontrollpunkt. Kann ich wenigstens gegen alles fahren, das beruhigt mich schon mal. Und wir haben einen Kontrollpunkt. Oh, 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 oh. Das jetzt, schaut euch das an, hey. Wo passiert denn so ein Dreck? Was soll denn das? Nein, so nicht. Wo gehen wir hin? Ah! Ah! Also, das ist der unrealistischste Mist, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also was? Ganz ehrlich. Ernsthaft? Bin ich jetzt gar nicht. Was? Oh Gott. Wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Komm, wir leben noch. Finale eigentlich. Oh! Oh, dort! Ich hab X gedrückt. Ich auch! Oh Gott sei Dank! Scheiße, Mann! Alter! Wie krank! Wie hardcore krank! Uiuiui! Deswegen mag ich dieses Kapitel nicht, nur wegen diesem blöden Ding. Oh Gott, Alter. Aber wir haben es geschafft, immerhin. Also vor allem diese richtig realistische Szene am Ende, die... Ach, Wahnsinn, perfekt, ne? Wenn dieses Gebirge hervorsteigt einfach und so nach dem Motto, hallo, hier bin ich, ich stell mich dir in den Weg. Sind Sie okay? Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Ich bin gebaut wie ein Panzer? Joa. Ja, jetzt weiß es. Hallo, kleiner Panzer. Okay, ja. Bin übertrieben, ne? Jake, bisschen, hier, komm. Ach, immerhin, was? Ich habe das erste Mal dieses Emblem getroffen. Ich habe mich immer so geärgert damals in der PC-Version. Wow, ich hab's auch gekriegt. Ich hab's zwar nicht mitbekommen, aber ich hab's bekommen. Was ist denn das jetzt? Ach so. Hi. Erstmal drauf schießen. Erste Reaktion von dir. Was ist das? Ich kenn's nicht. Schießen. Ja, ne? Das ist normal. Nur arme kleine Fledermäuse, die tun dir theoretisch nichts. Ja, was theoretisch. Soll ich schon tun, ne? So, ich dreh mal am Rad. Wie immer. La 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 la. Der Gentleman guckt zu. Vor allem, ich muss das auch noch aufstemmen. Ganz schlimm. Oh. Ja, dann mach mal. Jo. Was muss man tun, damit er stirbt? Oh, das fand ich so geil. Das war richtig gut. Da hatte ich so einen Schiss damals. Das ist aber mal wirklich richtig spannend gemacht. Deswegen meinte ich vorhin, der hört mehr, wie das aussieht. Denn hier müssen wir wirklich mal so ein bisschen... Ja, aufpassen, vor allem wegen diesen Flattermännern, die uns ja verraten. Deswegen sollte ich auch mit dir in die Kiste steigen. Was im wahrsten Sinne des Wortes, bitte. Ansonsten. Ist es jetzt. Ah, nee, da fliegt es gerade, okay. Ja. Hä? Das fliegt wieder zurück, ne? Ach so, ich dachte, das. Ja, das wäre. Es hätte es uns gesehen, hätte es Alarm geschlagen und uns verraten, sozusagen. Und jetzt müssen wir schnell zum nächsten Versteckpunkt. Glaube ich. Nee, müssen wir nicht. Da kommt es schon wieder. Ja, deswegen. Deswegen oder können wir das abschießen? Gewundert. Nee, ich glaube, abschießen ist nicht. Aber doch, eventuell doch schon. Und wir verstecken uns dann einfach in dem Ding. Aber vielleicht doch nicht. Ich versuche es mal abzuschießen. Ich bin mutig. Okay, jetzt war falsch. Ich weiß nicht. Jetzt verstecken. Jetzt, okay. Schnell. Oh Gott, das wird knapp. Oh Gott, ich kann das nicht. Wir sind in den Container schnell. Sehr gut. Hi. Oh Gott. Das fand ich immer so krass. Ja. Ich hatte immer voll Angst. Du weißt nämlich nie, ob er dich jetzt gesehen hat oder nicht. Sollen wir raus? Gib dir 5 Euro, wenn du jetzt rausgehst. Okay.
Och Mann. Gut, oh, Oh, oh. Ich komme wieder zu dir, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Hat uns entdeckt. Ja, tschüss. Das ist super. Okay, wie geht's? Also, ich glaube, wir mussten irgendwo springen, kann das sein? Springen? Hallo. Vor allem, er rennt dann einfach so in die Wand rein und ist dann weg. Er ist irgendwie krass. Er ist irgendwie hardcore. Kann man hier nicht irgendwo runterspringen, so ein bisschen? Ja, da muss man die Fischer doch töten. Oder jetzt nee, aber weg? Nee, hier, das bringt nix. Da ist er schon wieder, verdammt. Hä? Warte mal, ich versuch's jetzt einfach mal zu töten. Ja, die müssen wir doch töten können, irgendwie. Ja, down. Ah, zwei Schüsse, okay. Ohne, geh bitte einfach ganz schnell wieder. Die Angst. Oh, ja, so gut. Cool. Das ist der Beste. Aber das sind trotzdem Momente, die, also das hätten sie ruhig öfters mal, Scheiße! Okay, er fällt nicht dreimal auf den gleichen Trick rein, das wissen wir jetzt. Alter! Hä? Doch, der fällt doch darauf rein, so oft man will, oder nicht? Anscheinend nicht. Aber vielleicht das Vieh jetzt sofort töten und dann einmal da rein. Ja, okay, können wir gerne probieren. Ja. Okay. Ja, laber mich nicht voll. Das kenne ich schon, was du redest, Cherry. Ah, mal schön gemacht hier, also. Es ist wirklich verdammt spannend. Okay, also, wer zielt? Wir beide am besten, damit es tot ist. Okay, ist down. Echt? Rein mit dir, rein mit dir. Vielleicht ist dreimal Verstecken spielen zu doof für den. So. So, aber... Nee. Du gehst jetzt da weg, ne? Puh! Oh Mann. Vielleicht war er zu nah dran eben oder so und hat uns deswegen hat dein Popo noch verschwinden sehen oder so. Aber immerhin. Weiß es nicht. Wo verstecken wir uns jetzt? Warte mal, ich muss gerade mal gucken, ob da noch so ein Ding ist zum Verstecken. Mal gucken, wenn das wegfliegt, dann. 11 Meter, 9 Meter kann man da vielleicht dann. Nee, sehe nichts, kommt, ich sehe nichts. Kommt zurück. Okay, ja, dann schießen wir es ab und. Okay. Ein zweites Mal ging ja, also. Es ist tot, okay. Hat uns entdeckt. Nein, tschüss. Schlauch. Jetzt sieht er bestimmt wieder dein Popo. Du gehst. Irgendwo nee. Hier in der Nähe müssen sie sein. Aber wo nur? Der Typ, warum ey. Steht hier eigentlich eine Kiste? Der ist so ein bisschen dabbig, ey. Aber Gott Zum sei Glück. Dank ist er das. Ja. So, warte mal. Also hier müssen wir anscheinend direkt wieder runter. Meinst du echt dreimal und das ist vorbei? Ja, meinst du echt, das ist so Ich denke schon, weil jetzt haben wir es ja geschafft und wenn wir runterspringen, kriegen wir hoffentlich einen Checkpoint. Warte mal, was ist denn hier? Ah, okay, hier geht's weiter. Neue Kiste. Ich denke, mit die neue Kiste können wir bestimmt aussuchen. Also, dann erst den Typen, erst das Vieh und dann... Ja. Ja, okay. Und rein. Schnell! Oh, es ist immer vor allem so arschig, weil wenn einer reinspringt, dann kann der andere erst ein paar Sekunden später. Kann man nicht einfach dem anderen noch aufhalten oder so? Das wäre zu... Ja, genau, so von dem, hey, komm rein! Und dann... Nee, ne? Dann kommen wir rein nicht. Und töten gemein. Uns. Ja, so sind sie. Der steht da vorne! Oh, hi. Okay. Ist da hinten eigentlich noch was? Nee. Okay, aber wir müssen dahin, ne? Ja, komm, wir schleichen. Ja, wir schleichen. Ah, da noch ein Vieh und dann noch eine Kiste, ha? Geh da direkt! Da! Geh da selbst, mach's, schieß! Das mach ich nicht. Ich steh direkt daneben! Ich glaube, wir müssen von hier schießen. Warte mal, ich versuch's mal mit der Sniper. Okay. Okay, das Vieh ist erstmal weg. Also, weil der steht ja nämlich direkt, ne? Und... So viel Zeit zum Wegrennen haben wir dann, glaube ich, nicht. Das stimmt wohl. Geht der immer noch da? Da hinten das Vieh. Ah, ich weiß nicht, ob wir das treffen. Kannst du es auch gerne probieren. Ich bin bereit. Bereit, wenn du es bist. Hin. Da! Entschuldigung. Wollte die Stimmung aufhören. Wollte dich so ein bisschen erschrecken, dass du einfach mal so einen Schuss loslässt. Hat nicht ganz geklappt. Oder können wir. Nee, da können wir nicht durchlegen. Ich weiß nicht, einer von den beiden müssen wir jetzt killen. Sonst kommen wir nicht okay, weiter. Okay, ich kill einfach mal eins. Okay, kill mal. Ich glaube, du hast keins getroffen, oder? Nein, absolut nicht. Das ist schlecht, weil. Der Regler. Ich glaube, der hat deinen Popo gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwo anders. Geh. Ah! Siehst du auch seine Cam, ja, wa?
Ja, ja. Okay. Sehr schön. Also, ich weiß ja nicht, wie wir das jetzt machen wollen, aber, Oder kann man da ohne die zu killen durchkommen, wenn man das ausnutzt? Das können wir ja auch mal testen. Ich versuch's einfach mal hier. Ja, ich denke, das geht sogar. Ja, das geht. Wenn wir jetzt... Ich probier's einfach mal, komm. Scheiß drauf. Eieieiei. Wo bin ich jetzt? Ich latsche jetzt mal schnell durch. Ich bin hinter dir. Hier ist eine Sackgasse, komm, können wir da... Ah, ja, da können wir hoch. Neben dir. Okay, okay, cool. Was haben wir hier? Oh, schöner Schatz. Ich möchte auch dort hoch, wo du bist. Komm. Ich möchte nicht mehr gehen. Genau. Ich bleib jetzt hier. So, da unten ist ein Flattermann. Vorsicht, der fliegt gerade weg. Jetzt gehen wir in die Richtung. Sorry. Ist das sinnvoll? Au, was war denn das? Warst du das? Danke. Entschuldigung. Ja, ja, das ist Frauen. Hab ich nicht fürs gemeint. Ja. War nur zu dick. Achso, okay, jetzt müssen wir schieben. Ich hoffe, wir werden nicht gestört. Da kriegt er überhaupt gar keine Aufmerksamkeit, ne? Nö, das hört er nicht, ne? Das ist... Nee, gar nicht. Das war laut. Ich glaube, wir sollten... Ah! Oh Gott. Ich glaube, jetzt kommen Quicktime-Events. Vor allem, das sieht man, sie halber Körper, Schuhe und so. Und er sieht mich nicht. Dumpfnuss. Hi. Spannend, spannend. So, an der Stelle... Stopp. An der Stelle machen wir mal einen Cut hier. Denn, ja, ist gerade so spannend, deswegen freut euch auf das nächste Mal zu Resident Evil 6. Ciao.